heute ist es wieder soweit. Es ist globaler Klimastreik. Wir sind heute einer von über 470 Streiks deutschlandweit und einer von über 1500 Streiks weltweit. Marlene, 16 Jahre alt und eine der Aktiven der Peiner Fridays for Future Aktivistinnen, die zusammen mit dem Klimabündnis Peine zu dem aktuellen Klimastreik aufgerufen hatten. 2 Tage vor der Bundestagswahl waren dazu mindestens 200 Demonstrantinnen gekommen, um für einen nachhaltigen und wirkungsvollen Klimaschutz zu demonstrieren. Wir brauchen nämlich jetzt konsequenten Klimaschutz. Noch nie war dieser dringender als heute. Wir alle haben bzw. hatten es in der Hand, für eine neue Regierung zu sorgen, die in der Lage ist, alles zu tun, um die bevorstehende globale Klimaerwärmung zu stoppen. Wir denken halt, wir müssen auch was für unsere Zukunft tun, weil wenn das keiner tut, dann sitzen wir in 50 Jahren hier auch alle doof rum. Deswegen versuchen wir auch was zu tun für unsere Zukunft, für unsere, ja. Es gibt keine zweite Erde und ja. Wenn diese Erde kaputt geht, dann gehen wir mit ihr. Ja, würde ich auch sagen, Angst oder Verzweiflung, dass es wirklich auch dazu kommen kann, wenn wir jetzt nicht handeln. Warum sind Sie heute hier zu dieser Demo gekommen? Weil ich schon 91 Jahre alt bin und Schreckliches erlebt habe im Krieg und wieder für den Frieden demonstriert habe und mache es auch weiter. Weil es allerhöchste Zeit ist, dass eine konsequente Klimapolitik endlich verwirklicht wird. Die jungen Leute, die hier sind, das ist die letzte Generation. Wir haben jetzt gewählt, aber nicht für uns, sondern für unsere Jugend. Und deren Kinder und Kindeskinder, die keinen Einfluss auf unsere Entscheidung haben. Wir haben mitbekommen, dass Sie aus Vechelde gekommen sind und das ist ja doch ein Aufwand. Ja, also ich glaube, die Schüler, die sind tatsächlich alle freiwillig nach dem Unterricht da. Also da kann keiner behaupten, die schwänzen Schule oder haben persönliche Vorteile, sondern nehmen das auch in Kauf, hier ihre Zeit zu opfern. Wir natürlich genauso. Ja, und unsere Beweggründe sind schon, dass wir der Meinung sind, auch, dass mehr getan werden muss. Wenn man sich die Klimaziele der Parteien anschaut, sieht man, dass dort auch nur sehr, sehr vorsichtig vorgegangen wird oder viel zu vorsichtig, viel zu wirtschaftsfreundlich. Also ich bin hier, weil ich möchte halt auch für meine Zukunft sorgen und ich finde, dass der zeitige Stand wegen Umweltschutz und so alles ist sehr niedrig und man sollte da was machen, weil ich möchte gerne, dass auch meine Kinder noch meinen Schneemann im Winter bauen können. Man muss das Klima schützen, ja. Klimaschutz, jetzt und hier, bis wir alle streiken wir. Klimaschutz, jetzt und hier, bis wir alle streiken wir. Klimaschutz, jetzt und hier. In der Abschlusskundgebung auf dem Peiner Marktplatz wurde es noch einmal sehr deutlich. Werner Kucklick von der Peiner Bio AG betonte in seiner Rede die bedrohte Natur und was für uns der Begriff Wohlstand bedeutet und ob die tägliche Portion Fleisch und die häufigen Flugreisen in den Urlaub wirklich so nötig sind. Im Gegensatz dazu berichtete Dorothea Mahenke als Ärztin und Vertreterin der Health for Future Bewegung von einer Kollegin, die für Ärzte ohne Grenzen in Madagaskar tätig war und nun wieder zurück in Deutschland ist. Wenn man hier vor so einem Gemüseberg steht, ist es schwer vorstellbar, wie es ist, seit Jahren verzweifelt auf Regen zu warten. Wie es ist, wenn Felder verdorren und die Ernte ausbleibt. Nicht einmal, sondern immer und immer wieder, Jahr um Jahr. Bis die Nahrung so knapp wird, dass die Kriminalität steigt, weil Menschen um ihre Existenz kämpfen, ums Überleben. Die Klimakrise muss endlich als Notfall behandelt werden und gehört nicht ins Wartezimmer, so ihre Worte. Jan von dem Verein ATRIP-TAP machte auf unseren Wasserverbrauch und die gute Qualität unseres Trinkwassers aufmerksam. Und Gerd Tostmann vom ADFC betonte noch einmal die Wichtigkeit guter und ausreichender Fahrradwege,
damit Autofahrer in ihrem Umstieg aufs Fahrrad eine Alternative sehen. Auch die Schülervertretung des Peiner Silberkampfs informierten über ihre Initiative, ihre Schule CO2-neutraler zu bekommen und wiesen auf den fehlenden Schülertransport für die oberen Jahrgänge hin. Pastor Walter Färber vom Evangelischen Kirchenkreis Peine betonte besonders die imperiale Lebensart, die sich von Europa aus leider in der ganzen Welt verbreitet hat. Imperiale Lebensart. Die Rechnung für unsere Lebensweise bezahlen andere, die sich nicht wehren können. Die Menschen im globalen Süden, die künftigen Generationen, die Schwächeren in unserem Land und die Erde, Pflanzen, Tiere, die ganze Schöpfung. Zum Abschluss wurde von den Fridays for Future Aktivistinnen noch ein Grußwort von Estefania aus Guatemala eingespielt. Es wird nicht die letzte Aktion der Peiner Bürgerinnen, so wie überall auf der Welt gewesen sein, um die Forderungen nach einer gesunden und lebenswerten Welt durchzusetzen. Was wir jetzt in den nächsten Jahren nicht schaffen, werden wir in Hunderten von Jahren nicht mehr zurückdrehen können. Deshalb streiken wir jetzt, denn... Warum machen wir das? Na, das ist Notwehr! Die Gesellschaft zerfällt und verroht mehr! Siehst du den Angriff auf die Demo? Deine Stimme ist so wichtig wie noch nie, noch nie! Du willst wissen, warum wählen heute Notwehr wer? Entschuldigung, da regt mich ja die Frage schon auf.